Forscher Conwell stand über dem Tisch. SCP-1360 starrte ihn an. Seine weißen Plastikaugen schienen gefühllos, als er Conwells Bewegungen folgte. 4 Sicherheitsbeamte standen in der Nähe und warteten darauf, dass der gefesselte Automat zu fliehen versuchte. Conwell nickte kurz. Er drückte auf ein kleines Tonbandgerät auf dem OP-Tisch an seiner Seite. Es spricht Jacob Conwell, 8. Juli 2014. Planmäßige Entnahme von SCP-1360-1. Die Proben werden aus dem unteren Torso von SCP-1360, dem linken Unterarm sowie dem rechten Oberschenkel entnommen. Subjekt ist voll kooperativ vor der Entnahme von SCP-1360-1. Das empfohlene Sicherheitsteam ist anwesend und steht in Bereitschaft. Conwell nahm sich dann ein kleines Skalpell und näherte sich damit dem Droiden. Die Klinge zitterte leicht in seiner Hand. Er wünschte, er könnte wegschauen. Das war der Teil, den er am meisten hasste. Conwell atmete scharf aus, dann begann er zu schneiden, hörte aber auf, als einer der Sicherheitsbeamten eine Hand auf seine Schulter legte. Es scheint da etwas aus seinem linken Mittelfinger herauszuragen, flüsterte er in Conwells Ohr. Conwells Kopf ruckte zur Seite. Tatsächlich war ein kleiner Zettel unter der Kappe, die als Fingerspitze von 1360 diente, sichtbar. Conwell nickte dem Offizier zu. Er legte das Skalpell vorsichtig wieder auf den Tisch. Seid bereit, es zu fixieren, flüsterte Conwell. Dann machte er sich langsam auf den Weg zur Hand des Droiden und packte seinen Mittelfinger. SCP-1360 begann sofort gegen seine Fesseln anzukämpfen. Maxwell, Forrest, Harrison und Lee machten sich schnell an die Arbeit und hielten den Droiden fest. Sein Versuch, freizukommen, wurde immer verzweifelter. Haps! Rief Conwell. Er zog mehrere gefaltete Stücke Notizbuchpapier aus den Fingern des Automaten. Der Droide versuchte nur mit aller Kraft, sich zu befreien. Seine Bewegungen eskalierten in zu heftigen Prügeleien. 1360s Augen blieben auf Conwell gerichtet, als dieser schnell das Tonbandgerät ergriff und zur Tür floh. Haltet es fest, bis es sich beruhigt hat. Stellt sicher, dass ihr, bevor ihr den Raum verlasst, sein Notizbuch und seine Stifte konfisziert. Die 4 Wachen grummelten zustimmend. Jede Unze ihrer Konzentration war darauf gerichtet, den Droiden daran zu hindern, sich zu befreien. Conwell blickte zurück, als er in den Flur trat. Der ständige Blick des Droiden brach erst, als sich die Eindämmungstür schloss. Conwell seufzte schwer, als er auf die zahlreichen Blätter Papier starrte, die auf dem Schreibtisch vor ihm lagen. Jedes war zerknittert und stark abgenutzt, scheinbar mehrmals gefaltet und entfaltet. SCP-1360 hat einen immensen Versuch unternommen, um Conwell davon abzuhalten, sie wegzunehmen, aber jetzt, da er sehen konnte, worum es bei dem ganzen Wirbel ging, konnte er nicht anders als sich enttäuscht zu fühlen. Auf jedem der Zettel befand sich eine kleine Skizze. Das erste Bild zeigte eine unglaublich detaillierte Darstellung von 1360 beim Rennen. Sogar das Netz musste der Stoffhaut des Droiden war sichtbar. Auf 1360s Schulter saß ein junges Mädchen in einem Sommerkleid mit einem Blumenmuster. Ihr langes Haar flatterte hinter ihr her, während 1360 rannte, ihre Arme nach oben zum Himmel gestreckt. Ihr Gesicht war jedoch völlig leer. Keine Nase, keine Augen oder Mund, nur leeres Papier. Eine zweite Zeichnung zeigte 1360 beim Händeschütteln mit einem Mann im Anzug. Der Mann hatte kurze Haare und schien etwa 15 cm größer als 1360 selbst zu sein. Die Falten des Anzugs waren so detailreich gezeichnet, aber wieder einmal war das Gesicht des Mannes leer. Die dritte Zeichnung zeigte, wie 1360 mit einem kleinen Mädchen durch eine Art Park lief. Conwell war wieder einmal erstaunt über das Detail, das in der Zeichnung platziert worden war, da die Bäume im Hintergrund fast lebensecht erschienen. Das kleine Mädchen schien zu hüpfen, als es die Hand von 1360 hielt. Beide trugen Partyhüte. Doch wieder einmal war das Gesicht des Mädchens leer gelassen worden. Die letzte Zeichnung von 1360 zeigte es mit einer Pistole in der Hand, Seite an Seite mit 2 anderen Männern, welche in Abendgarderobe und kugelsicheren Westen gekleidet waren. Der eine hielt eine Schrotflinte und der andere ein Maschinengewehr. Wieder einmal war ein außerordentlicher Detailreichtum vorhanden, in Bezug auf die Kleidung, den Waffen und ihre Körperhaltung, was die leeren Gesichter nur noch leerer erschienen ließ. Conwell legte seinen Kopf in seine Hände, als er seufzte und von seinem Schreibtisch wegrollte, um sich in seinem Drehstuhl zu drehen. Er saß noch einige Augenblicke still und hielt erst an, als er ein Klopfen an seiner Bürotür hörte. Es ist offen, rief er und rutschte zu seinem Schreibtisch zurück, um seinen Gast besser willkommen heißen zu können. Er lächelte, als er sah, dass es niemand anderes als Dr. Greg Collins war. Wie mache ich mich? Fragte Collins. Ein albernes Grinsen lag auf seinem Gesicht, als er sich dann auf einem Stuhl auf der anderen Seite des Schreibtisches niederließ.
Conwell gab ein kleines Lächeln und schüttelte den Kopf, bevor er Collins sah, wie er sich im spärlich eingerichteten Büro umsah. Ich sehe, du hast es dir gemütlich gemacht. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis ich ein Büro habe, das mit dem von Dr. Johnson vergleichbar ist, aber ich tue mein Bestes. Antwortete Conwell. Was führt dich hierher? Ich habe Zachary versprochen, dass ich ab und zu vorbeikommen würde, um dir zu sagen, dass du einen guten Job machst. Scherzte Collins. Ich habe auch gehört, dass der Druide dich heute ein wenig aufgeregt hat. Wenn ich richtig verstanden habe, ist es das erste Mal seit mehreren Jahren, dass er sich so verhält. Ist es. Conwell schob die Skizzen über den Schreibtisch. Collins schaute sie sich vorsichtig an. 1360 hatte die in einem leeren Teil seines Fingers versteckt. Er hat versucht, uns davon abzuhalten, sie ihm abzunehmen. Conwell sank in seinem Stuhl. Collins pfiff, bevor er von den Zeichnungen aufsah und sich am Kopf kratzte. Die sind wirklich schön. Ehemalige Besitzer? Fragte er. Das war auch meine Vermutung. Die Oberen wollen, dass ich 1360 ausquetsche, um zu sehen, ob wir vielleicht die realen Identitäten dieser Leute bekommen könnten. Ich glaube ja, dass 1360 genauso schweigsam sein wird wie die anderen Male. Conwell seufzte und sank weiter in seinen Stuhl. Wenn 1360 ein Mensch wäre, würde ich Clayton bitten, dass er seinen Namen für ein paar Tage diesen Aktenschrecken hinzufügt. Und dann schauen wir, wohin mich das bringt. Der Plan funktioniert allerdings nicht mit einer Maschine. Wir werden das Ganze vermutlich pro forma durchexerzieren, dann zum regulären Ernteplan von 1360 zurückkehren, ohne dass wir etwas vorzuweisen hätten. Conwell schauderte. Bei der Stoffhaut des Droiden, SCP-1360-1, handelte es sich um eine selbstreparierende Aramidfaser, die stärker und leichter als Kevlar war. Diese Eigenschaften machten sie für die Foundation wertvoll, was bedauerlich war, da der Stoff sich auflöste, wenn er zu lange vom Droiden entfernt wurde. Dies machte eine periodische Ernte erforderlich, wenn Experimente zur Stabilisierung und Synthetisierung der Faser auch nur im Entferntesten möglich sein sollten. Es geht dir wirklich nahe, oder? Fragte Collins. Das tut es. Antwortete Conwell. Ich hasse die Sammlung von 1360. Der Druide behauptet, dass er Schmerzen empfinden kann. Und das wird nur allzu deutlich, wenn ich ihm alle 2 Wochen praktisch bei lebendigem Leib häute. Wenn das verdammte Ding uns einfach sagen würde, wo wir Anderson oder zumindest seine früheren Besitzer finden könnten, könnten wir vielleicht davon wegkommen. Leider ist 1360 nicht sonderlich gesprächig. Zumindest nicht mehr. Ich war schon oft in deiner Situation, sagte Collins mit einem Nicken. Es ist nicht angenehm. Nichts, was wir tun, ist es. Aber denk an das Gute, das dabei herauskommen wird, wenn du verstehst, wie wir SCP-1360-1 synthetisieren können. Je eher wir das tun, desto eher können wir aufhören, den armen Druiden zu häuten. Ich meine, verdammt, je eher wir Anderson finden, desto eher können wir aufhören, den Druiden zu häuten. Collins war aus seinem Stuhl aufgestanden und legte nun eine Hand auf Conwells Schulter. Niemand bittet dich, die Arbeit zu genießen. Aber denk dran, warum du das machst, fuhr er fort. Denk dran, warum die Foundation das macht, was sie macht. Conwell schaute auf seinen Schreibtisch. Er seufzte schwer und nickte. Collins lächelte kurz und machte sich dann auf den Weg zur Tür. Lass mich wissen, wie es läuft, sagte er, als er aus dem Büro trat. In Ordnung, 1360, sagte Conwell, als er sich gegenüber des Droiden an den Tisch setzte. Nachdem ich mit meinen Vorgesetzten gesprochen habe, wurde mir befohlen, dir deine Skizzen, Notizbuch und Stift zurückzugeben, sofern du bei diesem Gespräch mit mir zusammenarbeitest. Zusammenarbeit bedeutet, dass du alle meine Fragen beantwortest. Was sagst du dazu? SCP-1360 schaute auf den Tisch. Conwell hatte einen kleinen Notizblock und einen Stift vor sich platziert. Die gleichen 4 Sicherheitsbeamten standen in der Nähe und warteten alle darauf, dass der Droide einen Zug machte. Der Raum blieb für einige Augenblicke still, aber schließlich nahm SCP-1360 den Stift und begann zu schreiben. Okay. Ausgezeichnet, lächelte Conwell. Dann legte er die Zeichnung von 1360 auf den Tisch vor ihm, gerade so weit weg, dass es sie nicht greifen konnte, falls sich der Droide dafür entscheiden sollte, sie zu zerstören. Zuerst musst du mir ein paar Theorien über deine Zeichnungen bestätigen. Es handelt sich um die Darstellungen von dir mit deinen Vorbesitzern, James und seiner Tochter, nicht wahr? Das dachte ich mir. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Warum warst du so verzweifelt, sie zurückzubekommen, als wir sie entdeckt haben? Warum hast du dich so gewehrt? Ich dachte nicht, dass ihr sie mir zurückgeben würdet. Selbst wenn wir es nicht getan hätten, hättest du nicht warten können, bis wir dir Stift und Papier zurückgeben, um sie einfach nochmal zu zeichnen? Ich
ob ich die Zeit dafür haben würde. Was meinst du damit? SCP-1360 hielt für einige Augenblicke inne. Es blickte auf den Notizblock und dann mehrmals auf seine Zeichnungen, bevor es wieder zu schreiben begann. Henderson kann aus der Ferne mein Kundengedächtnis löschen. Ich weiß nicht, warum es noch nicht gelöscht wurde. Ich wollte diese Zeichnung, damit ich etwas habe, woran ich mich erinnern kann. Ich wusste nicht, ob ich die Zeit haben würde, um zu warten, bis ich sie wieder zeichnen konnte. Ich verstehe. Conwell nahm sich einen Moment Zeit, um die Skizzen noch einmal durchzusehen. Wenn das der Fall ist, warum hast du dann die Gesichter leer gelassen? Deine Zeichnungen sind so detailliert, aber du lässt einen der wichtigsten Teile des menschlichen Ausdrucks weg. Andersons Programmierung hindert mich daran, mehr Details zu benutzen. Mehr kann ich nicht tun. Es könnte jetzt bereits zu viel sein. Conwell seufzte. Es schien nicht möglich, so an weitere Informationen über James' Identität oder Hilfe zur Suche nach Anderson zu kommen. Andersons Weitsicht erwies sich wieder einmal als siegreich. Conwell stand dann von seinem Stuhl auf und schob die Zeichnungen den Rest des Weges in Richtung 1360. Der Droide sah ihn an, unbewegt, als würde auf eine Falle warten. Das ist alles, was wir gebraucht haben, 1360. Nimm dir deine Zeichnungen. Du kriegst auch bald dein Notizbuch und Stift wieder. Sagte er, während er anfing, seine Notizen zu nehmen. Er beobachtete mit einem kleinen Lächeln, wie der Droide die Skizzen dann vorsichtig faltete und sie in das Ablagefach in seinem linken Mittelfinger zurücksteckte. Conwell beobachtete schweigend, wie der Droide aus dem Raum eskortiert wurde. Die Befragung hatte sich als Sackgasse erwiesen, aber zumindest sprach SCP-1360 jetzt wieder. Einige Wochen später war es wieder soweit und Conwell musste sich an die Ernte von SCP-1360-1 machen. Nach dem üblichen Verfahren rollten er und vier Sicherheitsbeamte einen Fixiertisch in die Zelle von 1360. Die Sicherheitsbeamten machten sich sofort an die Arbeit, um den Droiden von seinen normalen Fesseln in der Zellenecke auf den Tisch zu bringen, als sie bemerkten, dass der Droide sein Notizbuch hochhielt. Eine einzige Nachricht stand auf der Seite geschrieben. Darf ich Sie etwas fragen? Conwell hielt seine Hand hoch, damit die Sicherheitsbeamten aufhörten. Du darfst, antwortete er. 1360 schrieb dann schnell eine weitere Nachricht und übergab das Notizbuch an Conwell, als er fertig war. Können Sie mir etwas über diese Leute erzählen, die ich gezeichnet habe? Conwell sah den Droiden an. Es hielt seine Skizzen hoch. 1360, ich... begann Conwell. Er war sprachlos. Du weißt nichts über sie? Der Droide schüttelte den Kopf. Er hielt dann ein drittes Blatt Papier hoch, dieses mit einer Notiz drauf. Kundenerinnerung gelöscht. Es tut mir leid, Nummer 31, aber wie du weißt, hat die Privatsphäre unsere höchste Priorität. Die Sache ist immer zu heiß geworden. Anderson. Conwell schaute lange auf den Zettel und dann zurück in die Augen des Droiden. Wenn der Droide Emotionen ausdrücken könnte, fragte er sich, welche er jetzt benutzen würde. Es tut mir so leid, 1360. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, wer sie sind. Ich wünschte, ich wüsste mehr von ihnen. Der Droide senkte den Kopf und blieb bewegungslos. Conwell tat es ihm gleich. Nach einigen Augenblicken klopfte ihm einer der Sicherheitsbeamten auf die Schulter. Conwell nickte dann dem Sicherheitspersonal langsam zu. Die vier Männer machten sich dann an die Arbeit, um den Droiden für die Ernte von SCP-1360-1 vorzubereiten.